Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Gönner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute eine Runde die Divide et Impera Mod. Naja, um genau zu sein, wir spielen ein paar mehr Runden, aber ich wollte euch gerne mal die Mod zeigen und ihr wolltet ja auch gerne, dass ich sie spiele. Und ihr habt es ja schon am Titel erkannt, wir spielen heute eine große Kampagne mit den Kimbern. Eine interessante Fraktion, ich gehe gleich darauf ein. Erst noch die Info für euch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich freue mich natürlich über einen Like und einen Kommentar und ein Abo. Aber vielleicht auch jetzt mal so ganz interessant für euch. Ich bin ja Historiker von Hause aus und erzähle ja auch immer etwas über die Geschichte, in der wir uns hier gerade befinden. Und über die historischen Hintergründe der Kimbern werden wir auch noch sprechen. Das ist nämlich sehr interessant. Es gibt interessante Zusammenhänge hier auch mit dieser Startposition. Aber das will ich jetzt hier noch nicht vorweggreifen. Ihr findet unten in diesem Video auch die entsprechenden Zeitstempel. Ihr könnt also hin und her springen, wenn ihr wollt. Ich werde die Kampagne genau erklären und ich werde auf die historischen Hintergründe am Ende des Videos eingehen. Die kommen nicht immer am Ende, aber ihr werdet es da finden. Als Kimbern sind wir der Schrecken der Nacht. Wir können immer Nachtgefechte initiieren und wir sind ein freies Volk. Wir kriegen Bevölkerungswachstum. Ich erkläre gleich noch, wie das hier in diesem Spiel gemacht ist. Das ist so ein bisschen anders als in dem normalen Rome Total War. Wir sind außerdem ein Stammesverbund und haben erhöhte Moral, wenn wir gegen Barbarenvölker kämpfen. Wir kriegen außerdem auch zusätzliches Einkommen, wenn wir plündern. Und wir sind eine Horde. Wir haben eine reduzierte Kampagnenbewegungsreichweite. Eigentlich ganz spannend. Ach so, ja, wir spielen es übrigens auf normal. Ich habe mein Playtesting gemacht auf sehr schwer und fand es auch tatsächlich sehr schwer und sehr langatmig. Und ich glaube, für einen Playthrough hier, wie wir es jetzt hier anstrengen, ist es besser, wenn man tatsächlich auch ein bisschen mehr Fortschritt halt hier in der Kampagne machen kann. Und ihr werdet merken, ich werde so ein paar Runden, wo auch nichts passieren wird, die werde ich rausschneiden. Ich schneide auch immer die Ladebildschirme raus bei dem ganzen Kram hier. Wundert euch nicht, ich zeige trotzdem alles immer, was relevant ist, sodass ihr diese Kampagne auch entsprechend einordnen und selber nachspielen könnt, wenn ihr das denn wollt. So, und dann würde ich sagen, dann springen wir einfach mal in die Kampagne rein. So, liebe Freunde, also, ich sag euch einmal, wie man so eine Kampagne mit den Kimbern spielen kann, am Anfang, und dann werden wir ein paar Runden überspringen. Und ich weiß, es gibt einige von euch, die mögen das nicht gerne, wenn man Runden überspringt, aber tatsächlich ist das Kampagnendesign auf ein sehr starkes, so empfinde ich es zumindest, Longplay ausgerichtet. Und es passiert super wenig in den ersten 50, 60 Runden mit den Kimbern. Ja, das ist mit anderen Fraktionen natürlich anders. Mit den Kimbern passiert einfach am Anfang super wenig. Und deswegen werden wir da ein bisschen was überspringen. Seid bitte nicht enttäuscht. Ich sag euch trotzdem, was passiert, was man machen kann und muss. Und ich gebe auch so ein paar Beispiele für mögliche Reihenfolgen. Und jetzt hört mir bitte nochmal 5 Minuten, 7 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten zu, wie ich einmal ganz kurz diese Kampagne erkläre. Also, wir fangen an in Alabu. Das ist eine Nebensiedlung und diese Nebensiedlung hat die Probleme, die Nebensiedlungen typischerweise in diesen Spielen haben, wenn Prinzipien wie öffentliche Ordnung, sanitäre Anlagen und Zufriedenheit innerhalb solcher ganzen Provinzen gemanagt werden müssen, weil man in Nebensiedlungen gewisse Dinge nicht so gut managen kann, wie zum Beispiel eben hier die Verunreinigungen oder, also ihr wisst, was ich meine. Oder Verschmutzung heißt es, glaube ich. Das kann man einfach nur begrenzt managen. Und deswegen wäre mein Tipp am Anfang auf Normal spielen und dieses Gebäude hier abreißen. Das werde ich auch machen und ich werde das ersetzen durch ein Gebäude der Landwirtschaft, das Getreidefeld, das Nahrung erzeugt. Und ich werde dann hier, das könnt ihr dann so ein bisschen selbst entscheiden, wie ihr das machen wollt. Entweder könnt ihr hier einen Tempel reinbauen, es gibt ein paar ganz gute Tempel, oder ihr könnt hier eine Heilerhütte reinbauen. Ich würde halt empfehlen, hier Gebäude reinzubauen, die das Wachstum erhöhen und zugleich aber nicht die Verschmutzung. Und ich werde das Hauptkettengebäude ausbauen, und zwar auch auf Stufe 3.
damit wir zusätzliche Rekrutierungsmöglichkeiten bekommen. Denn Stufe 3 gibt uns hier zum Beispiel die Möglichkeit, Jagdhunde zu rekrutieren und so weiter. Also wir kriegen hier zusätzliche Einheiten, die seht ihr hier oben. Das ist tatsächlich sehr cool. Denn damit können wir eine Armee um Runde 30 aufstellen, ungefähr. Und mit dieser Armee um Runde 30 können wir, wenn wir Glück haben, schon eine andere Fraktion überrennen. Falls nicht, dann müssen wir eine zweite Armee aufstellen und dann brauchen wir 7 Punkte Wachstum, weil ich der Meinung bin, also die 4 Punkte Wachstum hier, die kriegt man relativ schnell. Ich bin der Meinung, man sollte dann auf die 7 Punkte Wachstum warten, damit man noch ein besseres Rekrutierungsgebäude bauen kann, nämlich den Meeting Ground. Und der Meeting Ground gibt euch die Möglichkeit, Bogenschützen zu rekrutieren. Achtung, auch wenn da Pfeil und Bogen abgebildet sind, nicht jede dieser Fernkampfeinheiten ist eine Bogenschützeneinheit. Das ist ganz wichtig. Und dieses Gebäude hier, der Meeting Ground, gibt euch die Möglichkeit, die Scutians, glaube ich, heißen sie hier, diese Fernkampfeinheiten zu rekrutieren. Ich gucke nochmal gerade nach. Ne? Wo sind sie hier? Ja, genau. Also das ist eine ganz gute Einheit. Und die bräuchtet ihr auf jeden Fall, wenn ihr gegen mehr als eine Full-Stack-Armee in Gefechte führt. Leider haben die nicht so viel Munition. Das ist ein bisschen schade. Also unsere Bogenschützen sind einfach nicht so gut. Ja. Es gibt noch regionale Einheiten. Das ist ja eine Besonderheit in dieser Mod. Da sieht das dann nochmal ein bisschen anders aus. Aber der große Vorteil ist auch, mit dem Dorf auf Stufe 3 hier bekommt ihr einen zusätzlichen Rekrutierungsplatz. Das steht hier nicht. Aber den bekommt ihr und dieser zusätzliche Rekrutierungsplatz heißt, ihr könnt 3 Einheiten pro Runde rekrutieren. Das beschleunigt einfach, eure Rekrutierung ganz immens. Sonst könnt ihr nämlich immer nur 2 Einheiten rekrutieren. Oder ihr erobert so eine Siedlung hier wie Rugion, da könnt ihr immer nur eine Einheit rekrutieren. Es dauert dann noch länger. Also Bogenschützen sind eine Einheit der Wahl. Jetzt wisst ihr ja, welche Gebäude ich so vorhabe und wer mein erstes Opfer ist. Das kann man sich so ein bisschen überlegen. Ich rate davon ab, Rugion zu nehmen, denn man bindet einfach unglaublich viele Ressourcen in Rugion, die man nicht mehr so leicht wieder frei bekommt. Dann kommen hier Piraten, da muss man Schiffe bauen, um die Platz zu machen. Empfehle ich nicht, könnt ihr machen, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich finde es nicht so gut. Ich bin für Flevum, Nebensiedlung und dann Tulifordum als nächstes. Das hat Auswirkungen auf unsere Forschung, habe ich gesagt, einerseits und auf unsere Diplomatie andererseits. Wir machen die Diplomatie jetzt zuerst, weil die schneller geht. Und zwar, das ist relativ einfach. Mit den Cheruskern könnt ihr, Heruskos, ja, also mit den Cheruskern, da könnt ihr hingehen und einen Nichtangriffspakt machen. Ach, guck mal, das geht jetzt sogar schon. Und die haben jetzt hier die Annahmewahrscheinlichkeit hoch. Das haben die nicht immer. Aber wenn ihr den Nichtangriffspakt, also wenn das nicht klappt von Anfang an, dann geht nochmal raus aus dem Diplomatie-Menü, versucht mal Nichtangriffspakt mit den Friesen zu machen oder ein Handelsabkommen. Und dann geht wieder raus und bietet das den 3-4 Mal an. Die werden irgendwann, wird das hier auf hoch gehen. Und dann könnt ihr was Sinnvolles machen, nämlich noch Militärzugang mit dazu fordern, ein Handelsabkommen mit dazu fordern und ihr könnt auch noch Geld mit dazu fordern. Also das ist echt... Das ist sogar richtig viel Geld, was wir hier fordern können. Alter, was geht ab? So viel hatte ich... Das hatte ich schon lange nicht mehr. Okay, ist ja total broken. Wow, okay. Ja. Meine Forderungen sind das. Okay. Und die Cherusker freuen sich immer noch wie ein kleines Kind. Alter, direkt 100. Das ist der Wahnsinn, der Bonus. Okay. Vielleicht ist das auch ein Bug in dieser Kampagne jetzt. Oder es hat was mit unserem Typen zu tun. Also, wie dem auch sei. Ihr kriegt das hin und ihr nehmt das mit und ihr nehmt ein bisschen Geld mit und dann könnt ihr überlegen, wollt ihr Nichtangriffspakt mit den Rugiern, wollt ihr Nichtangriffspakt mit den Friesen? Es hängt davon ab. Es hängt auch davon ab, wie sich die Cherusker verhalten. Die Cherusker greifen manchmal die Rugier an und dann ist das für euch ganz gut. Dann haben die nämlich einen Gegner, dann sind die Rugier nicht so stark, greifen euch nicht an. Und wenn ihr eure zweite Armee aufstellt, dann wollen die in der Regel einen Nichtangriffspakt mit euch haben und den könnt ihr dann annehmen, denn Rugier sind verlässlich und ihr werdet die sobald nicht angreifen. Ganz im Gegensatz zu den Cheruskern, denn da müsst ihr irgendwann so ab Runde 40, roundabout, dann die Abkommen auflösen. Die sind zwar auch verlässlich, aber ihr wollt ja gerne diese Hauptstadt haben in der Magna Germania. Und die Friesen, da wollt ihr kein Handelsabkommen, also ihr könnt ein Handelsabkommen machen zwischendrin, wenn ihr das wollen, ist okay, das geht.
Aber ihr wollt keinen Nichtangriffspakt haben. Das ist nicht ganz so praktisch. Also ihr könnt es machen, aber ist nicht so praktisch. Okay. Die erklären euch früher oder später in der Regel sowieso den Krieg. Vor allen Dingen, wenn ihr auf sehr schwer spielt, werden die euch sofort, da werden die euch angreifen. Sobald die Rugier euch angegriffen haben, greifen und ihr greift dann die Rugier an, dann greifen die euch auch noch an. Also dann habt ihr wirklich, ne, dann habt ihr das Karussell der Ohrfeigen hier und das ist nicht so eine schöne Erfahrung. So, Diplomatie auch soweit geregelt, ne? Nehmt mit an Geld, was ihr könnt. Schmeißt nicht unnötige Dukaten raus oder Goldstücke oder was auch immer, sondern macht ein bisschen Haushaltung. Ich habe, das werdet ihr nachher sehen, ungefähr 90.000 Gold oder so, wenn ich meine erste Armee aufstelle. Und das ist auch ganz gut so, denn ihr werdet danach erstmal eine Zeit lang kein zusätzliches Einkommen generieren, weil ihr werdet 2 Fullstack-Armeen brauchen, um diese Siedlung zu verteidigen. Aber ihr werdet nicht unbedingt noch weiter expandieren können. Und 2 Fullstack-Armeen kosten halt einfach auch einen Haufen Geld. Das wisst ihr, ne? Vor allen Dingen, wenn es halbwegs gute Einheiten sein sollen. Und dann hängt es auch nochmal ein bisschen davon ab, werden die angegriffen von den Nerviern, die erklären denen ganz gerne mal den Krieg. Wenn sie nicht angegriffen werden, dann habt ihr es natürlich auch schwieriger. Dann müsst ihr hier nämlich 2 Fullstack-Armeen plattmachen. Das heißt, ihr greift die Vorrunde 40 sehr wahrscheinlich nicht an. So ist das dann halt. Und dann könnt ihr mit den beiden Armeen hier rüberlaufen. Das könnt ihr auch über einen Seeweg machen. Das geht dann ganz gut. Müsst ihr nur hier wassern und dann hier wieder an Land gehen und dann darüber laufen. Das geht. Macht es nicht im Winter, dann kriegt ihr Verschleiß ohne Ende. Ja, guckt halt mal, ne? Okay. Technologie, nicht so kompliziert tatsächlich. Also, gesetzt ist auf jeden Fall das Feldsystem. Klar, guck mal, wir kriegen Bonus auf sanitäre Anlagen. Danach, auch gesetzt, die Erdarbeiten und die angehobenen Bauplätze oder so, damit ihr eure Stadt auf Stufe 3 ausbauen könnt und danach die untere Felddrainage für zusätzliche sanitäre Anlagen und für zusätzliches Bevölkerungswachstum. Wenn ihr da am Anfang Verschleiß kriegt, ist nicht so wichtig. Ihr werdet in der Regel nicht angegriffen werden, es sei denn, ihr spielt es auf schwer oder sehr schwer. Die Einheit löse ich auf, die ist zu teuer. So, was ist denn wichtig noch an der nächsten Forschung? Was ist denn noch gesetzt? Ich gehe danach typischerweise auf zivile Forschung. Und zwar auf die Eisenwerkzeuge gehe ich nicht. Nee, Moment, stopp. Ich gehe auf Wissen der Eiche. Das ermöglicht nämlich den Bau eines Heilers Stufe 2 oder eines Heilers überhaupt, den kriegt ihr ansonsten nicht und dann kriegt ihr zusätzliches Bevölkerungswachstum. Danach gehe ich dann auf die Eisenwerkzeuge, damit meine Landwirtschaft stärker ausgebaut wird und dann könnt ihr gucken, also ihr könnt das hier dann zu Ende forschen, dann kriegt ihr nochmal zusätzliche Nahrung, das ist okay, also es ist durchaus eine Möglichkeit für euch. Ich würde aber auch dann so um die Zeit rum, wenn ihr das gemacht habt, würde ich dann auf Kopfgeldjagd gehen, damit ihr den Meeting Ground bekommt, das Stufe 2 Rekrutierungsgebäude, damit ihr Bogenschützen rekrutieren könnt. Und das solltet ihr bis dahin fertig haben und danach gehe ich hier rüber und mache dann erstmal die beiden Technologien. Dann kriege ich eine höhere Verstärkungsrate, ist eigentlich auch ganz gut. Ihr könnt auch hingehen und die Einheiten-Upgrades freischalten, das ist aber nicht so wichtig, das muss nicht so schnell passieren. Und ja, also in der Regel, das reicht erstmal und dann seid ihr bei Runde 40 angekommen und wenn ihr wollt, macht noch irgendwie 1 oder 2 Ziviltechnologien, hier zum Beispiel der Hochofen, ne? Das ist auch eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, was brauchen wir noch? Also die nächsten Möglichkeiten sind relativ beschränkt. Ihr werdet immerhin die komfortable Situation haben, dass sich eure Bevölkerung verdoppeln wird nach 40 Runden. Und das ist ganz gut. Und dann könnt ihr nämlich mit dieser verdoppelten Bevölkerung auch nachher ordentlich Truppen ausheben. Das ist teilweise zahlenmäßig beschränkt, aber lasst euch davon jetzt erstmal nicht einschüchtern. Wirtschaftliche Einstellung, ganz wichtig. Ich gehe hin und reduziere den Steuersatz aufs absolute Minimum, denn so viel Geld brauchen wir gar nicht. Wir machen ja auch gar nicht so viel mehr durch den Steuersatz, also achtet mal drauf. Klar, auf 40 Runden gerechnet, sind das halt mit den, sagen wir mal, 400 paar gequetschten, ne? Da kommt schon ordentlich was an Kohle zusammen, aber ihr kriegt viel mehr Bevölkerungswachstum und ihr bekommt viel schneller die öffentliche Ordnung wieder unter Kontrolle und das ist in meinen Augen hier einfach so der wichtigere Schritt. Die Fraktionen sind ein schwieriges Thema. Aus irgendeinem Grund fand man bei der Erstellung der Fraktion hier das irgendwie witzig, dass man 4 Fraktionen hat. Also die eigene und dann nochmal die 3 anderen.
Ich mag das nicht. Ihr wisst, ich hasse diesen Bürgerkriegssimulator. Wenn ihr Glück habt, das hier ist halt alles random, genauso wie die Fähigkeiten eures Anführers. Die sind auch teilweise random. Teilweise, also die sind auf jeden Fall alle random. Oder überwiegend. Dann ist das, ja, also dann ist das nicht so einfach, mit diesen Fraktionen umzugehen. Hier sind auf jeden Fall random. Die da könnte man jetzt behalten, weil die positive Eigenschaften hat, aber die da, die sind alle nicht so gut. Könnte also sein, dass es da einen Bürgerkrieg gibt, und in meinen Augen würde ich auch sagen, sollte man vielleicht mal überlegen, drüber nachdenken, so einen Bürgerkrieg zu provozieren, damit man die eigene Fraktion stärker macht, diese Fraktion auslöscht und dann die Boni hier farmt, denn das ist das Wichtigste. Also ihr wollt irgendwann hier hin und die Boni farmen. Hier kriegt ihr schon wieder Nachteile, wobei, also ja, ich weiß nicht, warum man sich das so überlegt hat. Also man möchte offenbar, dass ihr auch mit diesen Fraktionen spielt. Das geht auch. Ihr müsst zwei Dinge beachten. Und zwar macht euren Häuptling am Anfang, das ist ja unser, das ist unser Häuptling von unserer Fraktion. Setzt hier jemand anderen rein aus der anderen Fraktion, also irgendeinen von den beiden. Oder haben wir noch einen? Da, ne, haben wir irgendeinen von den dreien, ist egal. Ja, also guckt mal, was ihr da nehmen wollt. Das ist nicht so wichtig. Ich finde auch, das manchmal ist ja weniger einfach mehr. Ja, also das ist ja viel zu unübersichtlich. So, also. Lerne ich das jetzt auswendig oder was? Also ich finde es ein bisschen übertrieben. Nehmen wir den, der hat einen Forschungsbonus. Ja. Billigste Einheit bleibt jetzt da drin. So, passt. Jetzt kriegt die Fraktion nicht mehr so viel Einfluss, denn ihr habt es ja immerhin jetzt geschafft und seid jetzt wieder als Politiker in eurer Fraktion tätig. Das heißt, ihr bekommt mehr Gravitas. Und ihr wollt in der Regel auch immer versuchen, die zu Kommandanten zu machen, damit die keine Aktion gegen euch machen. Auf normal geht's noch. Auf sehr schwer wird's biestig, weil die halt so viel mehr Gravitas bekommen. Ihr wollt heiraten nächste Runde, das geht. Eure Frau wird wahrscheinlich schlecht sein. Das findet das Spiel irgendwie lustig, euch Frauen zu geben, die keine Kinder kriegen können, aber so ist das dann halt. Ihr könnt auf die Idee kommen und hier eine wichtige Persönlichkeit rekrutieren. Also das könnt ihr gerne machen, das ist gar kein Problem. Dann habt ihr zusätzliche Politiker. Aber achtet auch auf die Fähigkeiten eures Häuptlings, denn der muss die adoptieren können. Ne? Also ihr seht ja hier, die haben 443, 343. Der braucht, was braucht er genau? Da gibt es eine Anforderung. Na gut, steht jetzt hier nicht drin. Ihr wollt die auf jeden Fall adoptieren. Und ansonsten heuert die noch nicht an. Ich habe das nicht gemacht. Also ihr könnt es machen und sie dann adoptieren. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe geheiratet, dann eine wichtige Figur bekommen. Das war dann eine Frau, die habe ich adoptiert. Dann habe ich die heiraten lassen, habe ich wieder einen General gekriegt und so weiter. Und so macht ihr eure Fraktion dann halt eben auch mächtiger. Also das geht durchaus. Bürgerkrieg, wie man den gewinnt. Die starten in der Regel nicht mit so vielen Truppen. Wenn der Bürgerkrieg sich anbahnt, dann müsst ihr ein paar Truppen rekrutieren, da kommt ihr nicht drum rum. Aber da reicht eine Durchschnittsarmee mit 10 Truppen, 9 Truppen, das reicht. Also das reicht auch, um den Bürgerkrieg am Anfang zu gewinnen, wenn er sich früh abzeichnet. Ich habe das aber nicht gemacht, denn ich finde, die Aktionen sind teilweise sehr teuer und bringen uns am Anfang nicht so wirklich weiter. Und vor dem Hintergrund benutze ich die einfach auch alle gar nicht. Und dann bleiben die sehr, sehr lange loyal. So, jetzt der letzte Punkt. Was müsst ihr noch bedenken? Nehmt Agenten, und zwar alle, die ihr kriegen könnt. Es macht nicht so einen großen Unterschied. Tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, also ihr könnt die einfach so rekrutieren. Ja? Das Wichtige, was ihr braucht bei den Agenten, sind nicht unbedingt, also natürlich ist das nice, wenn ihr hier jetzt eine Siedlung habt, wo Kupfer hergestellt wird und ihr habt hier nachher Industrie. Natürlich ist das nice, wenn ihr nachher hier so einen Alten habt, der euch irgendwie noch einen Bonus auf die Industrie gibt oder so. Also das ist klar. Das ist ganz nett. Aber der große Unterschied wird nicht am Anfang liegen. Und ihr könnt dann immer noch ein anderes Charaktermodell aufstellen. Die kriegen relativ schnell Erfahrung. Die kriegen vor allen Dingen, das ist eine Besonderheit hier in dieser Mod, das werdet ihr auch gleich nochmal sehen an späterer Stelle. Die kriegen so viele verschiedene Skills, ihr könnt eh alles freischalten in der Mod. Also das ist total beliebig, ja. Nein, nicht total, aber fast beliebig. Ihr könnt da so viel freischalten, also macht euch da mal keine Sorgen, ne? Die Punkte könnt ihr da
ohne Probleme investieren. Nehmt die alle mit. Den einen stellt die nächste Runde dahin, also hierhin. Den anderen stellt die nächste Runde hierhin. Den anderen stellt die nächste Runde hierhin. Dann habt ihr noch einen und den stellt ihr dann, keine Ahnung, hierhin. Und dann stellt ihr die da auf und dann machen die da ihr Zeug. Ein Skillt ihr so, dass der den, da müsst ihr nachher nochmal in die Skills gucken. Ein Skillt ihr so, dass der den Unterhalt eurer Einheiten günstiger macht, weil den packt ihr nachher in die Armee hier rein, wenn die voll ist und ihr eure nächste Fraktion halt eben damit angreift. Das werdet ihr aber gleich noch alles in den entsprechenden Videos sehen. Noch ein Punkt, der ist nicht ganz unwichtig. Vergesst nicht, aus der Stadt rauszugehen. Achso, nee, du nicht hier. Du musst aus der Stadt rausgehen. Denn, wenn ihr Truppen in der Stadt habt, dann reduzieren die öffentliche Ordnung. Also ihr wollt die hier stehen haben. Und ihr wollt so wenig Truppen wie möglich rekrutieren, denn ihr wollt so viel Geld haben wie möglich. Ihr braucht ein dickes Finanzpolster. Es ist wie ein Attila tatsächlich. Ihr wollt ein dickes Finanzpolster haben, wenn ihr andere Fraktionen angreift. Und achtet also wirklich darauf, dass ihr genügend finanzielle Reserven habt. Denn wie gesagt, ihr werdet wahrscheinlich eine zweite Fullstack-Armee aufstellen müssen und dann macht ihr einfach kein Geld mehr. Und das wird dann zu diesem Zeitpunkt auch für einige Zeit noch so bleiben. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt und jetzt gucken wir mal in eine weiter fortgeschrittene Runde. Wir springen rein in Runde 16. Ihr seht, die Cherusker haben Rugion angegriffen und plündern jetzt hier. Ihr seht hier unsere Technologie. Ich habe übrigens mich dann doch dazu entschieden, hier das zuerst zu machen. Ist nicht unbedingt sinnvoll. Also ich hätte, glaube ich, eher das hier machen sollen. Aber ja, macht jetzt nichts. Also das ist nicht so der Riesenunterschied. Das ist auch nicht so gefährlich. Wir haben den zweiten Bauplatz frei. Und jetzt kann ich es auch hier noch einmal genauer zeigen. Also ihr könnt entweder hier einen Tempel hinbauen. Ich präferiere diesen Tempel der oder Schrein der Freier, denn die erhöht halt die öffentliche Ordnung und das Wachstum und außerdem noch die sanitären Anlagen und bringt auch noch Geld mit rein. Ich habe dann hier den Heiler genommen, das ist jetzt nicht unbedingt ein besseres Gebäude, macht eine Abwägung, was ihr okay findet. Also ich glaube, der Schrein wäre wahrscheinlich so vom Powerplay her die bessere Lösung. Aber eigentlich funktioniert das. Und ansonsten ist hier einfach auch noch nicht viel passiert. Wir können noch mal hier reingucken. Ne? Unser Dude, der hat geheiratet. Der hat auch schon die erste Figur adoptiert. Der hat auch ein Kind gekriegt. Ja, und so läuft das jetzt erstmal weiter. Rein fraktionsmäßig macht das einfach noch nicht den großen Unterschied. Ne? Wir sind also noch nicht hier weitergekommen. Aber so ist das halt am Anfang mit so vielen Fraktionen. Wir springen in Runde 31 und da ist auch noch immer recht wenig passiert. Ich habe mir hier gedacht, ich nehme jetzt den zusätzlichen Nahrungsbonus, ne, als nächstes mit. Habe mir den Eisenwerkzeugen und hier weitergemacht. Und ich habe das hier aber noch nicht ausgebaut, weil es nochmal die öffentliche Ordnung beeinträchtigt und weil es für Verunreinigung sorgt. Und das, ja, ist mir noch ein bisschen zu risky. Habe ich noch nicht gemacht. Eine Armee habe ich noch nicht aufgestellt. Das mache ich also erst später. Und ja, ansonsten ist halt einfach auch noch nichts passiert. Ihr seht aber, wir haben einen Haufen Geld. Und das ist eigentlich ganz gut so. Runde 37 habe ich jetzt die erste Armee voll aufgestellt. Und ich erkläre einmal ganz kurz. Ich habe das nochmal ein bisschen umgemodelt. Ich habe die Axtwerfer rausgenommen. Und habe dafür noch ein paar Speerwerfer reingenommen. Also das sind wirklich die ganz billigen. Ich habe zwei Kampfhunde oder Jagdhunde mit reingenommen als Regimenter. Die sind ultra stark. Also die sind wirklich ultra stark. Leider noch keine Bogenschützen, weil uns das Gebäude noch fehlt. Und dann hier die Sturminfanterie mit den Schwertern, damit man noch ein bisschen mehr Masse hat. Das funktioniert in dem Spiel ganz viel über Zahlen. Also wenn ihr in Unterzahl kämpft, habt ihr kaum eine Chance zu gewinnen. Das ist tatsächlich, ne, das muss man vorher wissen. Und ich habe dann noch hier drei Plünderer mitgenommen. Ja, also eine Kavallerie halt, die ist nicht so stark, aber eine Kavallerie zu haben ist besser als gar keine zu haben. Insbesondere um Fernkämpfer aufzureiben, könnte das ganz gut sein. Moralschaden eben bei anderen Einheiten zu verursachen und so weiter und so fort. Und jetzt ist mein Plan, hier rüber zu gehen nach Flevum. Und dann müssen wir abwarten, was passiert. Ich habe jetzt noch keine Forschung gemacht, aber ich denke, ich werde jetzt hier die Kopfjagd machen.
damit ich, wenn das Wachstum hier auf Stufe 7 angekommen ist, damit ich dann hier das Rekrutierungsgebäude bauen kann und dann wird es nochmal 10 Runden dauern, bis wir die ersten Einheiten rekrutieren können. Also wahrscheinlich werden wir eher so Runde 60, 70 wird erst was passieren. So, ich habe euch nicht zu viel versprochen. In Runde 59 ist tatsächlich was passiert, nämlich die Nervier haben es irgendwie geschafft, die Armeen hier aus Flevum rauszuprügeln. Und für uns ist das doch eine total tolle Situation. Er hat offenbar noch Truppen, ich weiß halt nicht genau wo. Aber wir werden jetzt mal zu den Nerviern hingehen. Denen hatte ich vorhin einen Nicht-Angriffspakt angeboten. Und jetzt würde ich ihnen auch noch anbieten, den Krieg gegen die Friesen mit zu gestalten. Vielleicht für einen Militärzugang? Vielleicht für... Wenn ich hier Zahlung anbiete, dann ist das direkt wieder so viel, ne? Ja, also das ist wahrscheinlich ein bisschen arg viel, ne? Und wenn ich sage hier Demand und dann gehe ich auf Offer... Moderat. Sollen wir das noch machen? Militärzugang bei den Nervian zu haben, wenn wir die soeben danach machen, müsste eigentlich passen, ne? Das lehnen sie ab, okay. Gut, okay, dann biete ich sie ihm einfach nur so an. Verbessern wir die Beziehung zu den Nervian. Das sind übrigens keine Germanen, ne? Also die können wir nicht konföderieren. Aber wir können jetzt Flevum angreifen. Das wird jetzt auch unsere erste Schlacht. Und das ist seine Garnisonsarmee. Ist auch nicht schlecht, ne? Genau, das machen wir auch gleich. Ich kann jetzt auch hier die Stadt, beziehungsweise das Rekrutierungsgebäude ausbauen. Den Meeting Ground. Ich erforsche gerade aus purer Langeweile hier die Notfallmaßnahmen. Damit bekämpfen wir das Banditentum in der Provinz. Das ist so ein Effekt, der zu Nahrungsmittelverlusten und so weiter führen kann. Also wir sind hier momentan bei 11. Wir machen dadurch weniger Nahrung, wenn wir Nahrung exportieren. Und wir bekommen 1% Banditenbedrohung. Also die können auch irgendwann ja, zu einer Gefahr werden und uns angreifen. Ja, jetzt werden wir aber mal Flevum erobern. Und ich freue mich drauf, in Bälde noch eine Armee rekrutieren zu können. Das wird bestimmt... Nur trockenes Wetter ist gutes Wetter. Los geht's. Okay. Unsere erste Schlacht. Ach, ich freue mich. Okay. Also, ich gehe trotzdem mal davon aus, dass er rauskommen wird. Er hat 2 Schiffe, die hier landen werden. Also, das macht die KI tatsächlich auch bei der Mod, ne? Das macht sie ja sowieso immer... Landen eigentlich immer hier. Ist nur die Frage, ob und wie wir darauf reagieren. Wir gucken uns gleich auch noch die Einheiten ein bisschen genauer an im Detail. Ja, so, okay. Jetzt können wir uns einmal hier kurz unsere Räubereinheiten angucken. Die sehen sehr cool aus. Sehr differenziert auch, wie ich finde. Unterschiedliche Kopfbedeckungen, unterschiedliche Rüstungen und so. Also ein sehr, sehr bunter Haufen. Wir gucken uns einmal unsere Kriegshunde an. Kennt ihr, ne? Wie die Molosser halt, ne? Also die es ja auch gibt. Ja. Furchterregend und böse. Unseren Kommandanten... Da ist er. Zumindest ist da seine Einheit, ne? Es kann natürlich sein, dass der jetzt ein Level bekommt. Da müssen wir nochmal dran, müssen wir uns nochmal drum kümmern. Das hier sind genau unsere Jugendlichen, die Speerwerfer, aber wirklich halt im Nahkampf ja super schwach. Dann unsere Schwertkämpfer, unsere Sturminfanterie. Auch Panzerung natürlich jetzt nicht so die Stärke, ne? Aber immerhin mit Äxten und Schwertern. Und dann haben wir noch die normalen günstigen Speerkämpfer. Auch sehr schön differenziert. Okay, los geht's. Have a
Ja, wir können ihn, glaube ich, mal schon hier hinstellen. Dann bringen wir uns mal so ein bisschen in Position. Was sind das für Einheiten, die er da drauf hat? Schwere Plünderer. Oh. Im Idealfall landet er hier direkt vor unserer Nase. Wir brauchen ihn einfach nur mit unserer Infanterie anzugreifen. Die Einheiten sind, oder die Regimenter sind sehr groß tatsächlich. Schneller, schneller. Das sind nur 80 Einheiten zum Glück. Und ja, die flüchten sehr schnell, das ist schon mal gut. Da war die Flanke erfolgreich. Verliert irgendwie kaum Einheiten, der Bursche. Durch nochmal neu, vielleicht erwischen wir ihn dann besser. Also was ich ganz gut gelungen finde, ist so ein bisschen die Balance zwischen der Dauer des Nahkampfes und der Moral. Also wann bricht halt die Moral einer solchen Einheit weg? Man merkt da eben schon, das ist ganz gut gelungen. Der Nahkampf soll ein bisschen länger dauern, aber er dauert auch nicht zu lang. Also das finde ich hier ganz gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, ne? Jetzt müssen wir da irgendwie mal tätig werden. Ne? Ich bringe mich mal in Position. Das dauert einen kleinen Moment. So, das muss jetzt als Positionierung aber auch einfach mal reichen. Und ich schlage jetzt mal vor, wir nehmen mal die Jugendlichen. Ja, der hat sich halt echt, der steht halt auch echt super da reingekeilt. Ne? Also der macht echt alles richtig gut dicht. Das kriegt die KI hier sehr gut hin. Also eigentlich müssten die da in den Rücken reinwerfen. Ne? Und das geht natürlich nicht, weil er hat irgendwo noch derselbe hier noch Bogenschützen oder was sind das? Ne? Germanische Jäger. Ja, auch mit Bogen, ja. Die stehen natürlich toll hinter den Speerkämpfern. Ne? Das ist schon nicht ganz so cool. Okay, also dann schlage ich vor, dann gehen wir mit den Schwertkämpfern hier auf der Flanke rüber. Mit dem gehen wir darüber. Wir werden doch noch mehr positionieren müssen, ne? Ja, es ist nicht ganz so cool. Es ist nicht ganz so cool. Ich hätte es gerne ein bisschen einfacher. Ist ja auch immer so eine Frage, wie viel Zeit will man in so eine Schlacht investieren?
Kannst du schon mal hier hingehen? So, jetzt wird's ernst. Wow, der hat ganz schön viel Zeug, was er schmeißt, aber keine guten Treffer, mal zumindest. Das ist ganz gut. Direkt hier rüber auf die Fläche. Direkt hier positionieren, komm. The Merciless Host. Gerne mit unserem noch gerne hier mit unserem Kommandanten das Gefecht suchen. So, guck mal, jetzt kannst du hier schon die Hunde loslassen. Ja, kannst du, das ist schon mal sehr gut. Denn die Hunde sind die Hunde geben böse. Ab darüber. Ja, easy Nahkampf. Darum. Die stehen jetzt nicht so gut da, aber das ist okay. Wenn wir aber seinen Häuptling haben wir auch erwischt, ne? Ja, schneller, schneller. Lass ihm mal die Hunde da in den Rücken. Ja, ja, das ist schon gut. Du musst hier durch. Komm, schneller. Sehr, sehr gut. Wenn ihr jetzt hier angreifen könntet, dann wird es ziemlich eindeutig, glaube ich. Ja, die Jugendlichen, die werden hier nicht so viel reißen können. Okay, komm du raus da. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr gut, da weiterzukämpfen. Sehen wir auch, die Hunde greifen hier im Rücken an. Das ist sehr cool. Ja, das geht bei denen zu schnell auf die Moral. So, komm, los geht's. Zack, zack, zack. Und weiter. Und Attacke hier. Und benutz mal deine Sammelfähigkeit. Kann man jetzt den Zahlenvorteil, glaube ich, auch nochmal ein bisschen besser ausspielen. Insbesondere dann, wenn wir auch gleich seine Piazza kontrollieren. Hier drüben sind wir ja komplett durch, ne? Nee, du magst nicht, ne? Der mag nicht. Dann warte, dann lauf du mal hier hin. Okay, da ist jetzt, glaube ich, der Army Loss Penalty auch mittlerweile mal da. Ja, und das ist doch gut. Dann haben wir es hier geschafft. Wir steigen aus dieser Schlacht raus mit ein paar kleinen Kampfszenen eindrücken. Hoppla. Scrolling-Geschwindigkeit ist hier ein bisschen zu schnell. Dann sind die restlichen seiner Speerkämpfer, die hier versucht haben, die Piazza zu verteidigen.
Darf man nochmal reinkommen? Ja, man hat auch, glaube ich, hier ganz gut gesehen, welche Infanterie von uns gut war, ne? Wenn wir mal in die Stats reingucken. So, 100 Kills jeweils hier. 170, 140, 12, 12, defensiv, 80. 300 und 3, also 375 und 452. Also das ist schon echt heftig, ne? Und jetzt seht ihr auch, warum diese Kriegshunde so stark sind. Die Kavallerie war aber auch sehr gut, ne? Die Kriegshunde natürlich, weil die Kriegshunde ja auch flüchtende Einheiten verfolgen. Deswegen machen die jetzt natürlich nochmal mehr Kills, ne? Okay, gut. Machen wir hier mal Schluss mit dem Gefecht. Ja, die Zahlenverhältnisse erlauben mir hier auch nochmal so einen leichten Eindruck. 4500 ist unsere Fullstack, mit der wir angerückt sind. Und er hatte 3785. Das war jetzt auch nicht gerade wenig. Und tschüss. So, wir könnten das jetzt ausrauben für 18.000. Wir können es aber auch besetzen. Wir können es auch plündern oder niederbrennen oder befreien. Aber wir werden diese Siedlung jetzt besetzen. Wir haben die nächste Imperiumsstufe erreicht. Huhu, es gibt uns zwei Armeen mehr und eine Flotte mehr. Und wir haben die Friesen zerstört. Das ist sehr cool. Der Nachteil ist jetzt natürlich, dass wenn die Nervier nicht so dufte finden. Aber mit denen habe ich ja einen Nichtangriffspakt geschlossen. Also von daher sollte hier eigentlich jetzt nichts Schlimmes erstmal passieren. Wir haben neue Fraktionen angetroffen. Die Ikena, die Iveriu. Atrebaten haben wir noch angetroffen. Die mögen uns auch, weil wir die Friesen so lange platt gemacht haben. Okay. Ja, und Tulifodum, der Cherusker, das ist unsere nächste Anlaufstelle. Das... Ach ne, guck mal, da hat das Ding schon auf Stufe 3 ausgebaut. Da ärgerst du dich ja dann aber auch irgendwie, ne? Dann können wir das hier jetzt aber abbrechen. Ja gut, weißt du es vorher... Also ja, du, klar, wir hätten sehen können mit unserem Spion, ne? Aber weißt du es vorher, ob er da rausgeht? Wir hätten ja unter Umständen eine zweite Fullstack-Armee rekrutieren müssen. Hahaha, ja, dann... Ach, guck mal, und einen richtig geilen Tempel hat er da auch noch drin. Alter, das ist einfach nur mega nice. Dann würde ich aber sagen, behalten wir es trotzdem für den fortschrittlichen Sattel, damit wir hier eine coole Kavallerie rekrutieren können. Das machen wir dann danach. Und dann holen wir uns... Hier ist es, ne? Da ist der fortschrittliche Sattel. Dann lassen wir es noch drin. Das Doofe ist nur, es kostet Geld ohne Ende, ne? 300 kostet uns das momentan. Aber wir können jetzt eine zweite Armee zum Beispiel hier in Alabu aufstellen und dann sehen wir da mal weiter. Es ist ein langwieriger Start, je nachdem. Aber ich glaube, dafür wird man jetzt, oder werden wir jetzt für die nächsten Parts mit einer coolen Kampagne belohnt werden. Und dann machen wir jetzt mal an der Stelle die historischen Hintergründe. Die historischen Hintergründe. Ich habe es ja schon im Titel erwähnt, wer waren denn die Germanen? Vielleicht ist diese Aussage auch schon irgendwie falsch, denn ich denke mal, die wenigsten von euch wird es überraschen, dass es die Germanen ja wahrscheinlich nicht gegeben hat. Und dass die Germanen ein Sammelbegriff ist. Es gibt so ein paar auffällige Gemeinsamkeiten. Bei den Germanen, es gibt auch viele Zuschreibungen, die die Germanen selbst nicht getätigt haben. Was man halbwegs sicher sagen kann, ist, dass es keine Selbstbezeichnung war, die man von einer Fremdbezeichnung angenommen hat, wie das zum Beispiel bei den Hunnen, den sogenannten
also den sogenannten Hunnen, deren Name vielleicht auf die Xiongnu zurückgehen könnte, der Fall gewesen ist, sondern bei den Germanen scheint es einen anderen Begriff gegeben zu haben. Und wahrscheinlich ist das sehr müßig, sich die Frage zu stellen, woher der Begriff Germanen kommt, denn es gibt tatsächlich keine befriedigenden Antworten auf diese Frage. Alle Hypothesen haben doch immer deutliche Schwächen gehabt. Jetzt wäre denn die nächste Frage, kann man es denn vielleicht irgendwie geografisch eingrenzen? Und das ist sehr interessant, denn Jordanes beschreibt uns die Herkunft der Germanen in seiner Getika aus dem skandinavischen Raum, wo sich ganze Völkerschaften auf den Weg machen, aus verschiedensten Gründen, weil das von der Umwelt nicht passt, weil es Fluten gibt, weil es Nahrungsmittelknappheit gibt und so weiter. Und viele germanische Völker, wie zum Beispiel die Goten oder die Langobarden oder auch die Gauten und die Burgunder, verorten ihre Heimat in Skandinavien. Also Skandinavien wird auch durch Jordanes ein bisschen zu einer Geburtsstätte der Völkerschaften. Das bekommt unter einem bestimmten Blickwinkel, wenn man sich nämlich dieser Begriff dieser Völkerschaften in Anführungszeichen mal, wenn man sich diesen Begriff mal ein bisschen zur Brust nimmt, nochmal eine ganz besondere Bedeutung, denn wann immer eigentlich in der Antike solche Völkerschaften in Erscheinung treten, dann bestehen sie doch meistens aus vielen Völkern, also nicht nur aus einer. Diese Völker sind in einem Heer zusammengefasst, meistens unter dem Kommando eines erfolgreichen Feldherren. Der hat ein wichtiges militärisches Monopol und befiehlt seine Völkerschaft. Und der hat noch ein interessantes anderes Monopol, dem man sich vielleicht eine Zeit lang nicht genug gewidmet hat. Der hat nämlich, stellen wir uns das mal vor, im Sinne einer Ressource, der hat auch ein traditionales Monopol. Der hat eine traditionelle Deutungshoheit innerhalb seiner Gemeinschaft. Er ist der Träger einer Abstammungsgemeinschaft, er ist der Träger einer Erzählung und er ist der Träger einer Herkunft sozusagen. Natürlich wissen wir alle, ne, die Taten tapferer Männer, die werden überliefert. Das ist ein kulturelles Merkmal auch in der Erziehung. Das ist ein Merkmal in der auch in der im sozialen Gefüge dieser Völkerschaften. Und diese Völkerschaften darf man auch für die Germanen annehmen. Das werden zusammengesetzte Landsmannschaften, Sippschaften gewesen sein, die vielleicht ja ganz verschieden gewesen sind, wie es Regino von Prüm beispielsweise berichtet. Der schreibt, die verschiedenen Völker unterscheiden sich nach Herkunft, Sitten, Sprachen und Gesetzen. Also auch die Gesetze, nach denen diese Gesellschaften spielen eine Rolle. Auch das sind Traditionen, die durch einen Traditionsträger weitergegeben werden. Jetzt habe ich noch nicht so viel über den Aspekt der Sprache gesprochen. Man darf auch eine sprachliche Gemeinsamkeit dieser Landsmannschaften, dieser Völkerschaften annehmen, die natürlich immer ein grobes Maß an Verständigung ermöglicht haben. Aber es ist noch nicht so ein konstitutives Element, wie das beispielsweise in den Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts der Fall ist. Man sollte also vorsichtig sein, bevor man die Verhältnisse der Neuzeit auf die Antike überträgt. Eine Abgrenzung nach außen, gehen wir nochmal auf diesen kulturellen Aspekt ein, finden wir auch übrigens bereits schon bei Cäsar, der in seinem Bello Gallico schreibt, ganz anders als die Gallier sind die Germanen. Also der die Stämme ja nach gewissen Wesensmerkmalen unterscheidet. Da spielen auch charakterliche Züge eine Rolle, die uns Tacitus in seiner Germanica überliefert. Auch da muss man aber sagen, diese Beschreibungen, die sind häufig von einem spezifischen Interesse geleitet. Bei Cäsar zum Beispiel
Einerseits, um den eigenen militärischen Erfolg zu loben, auch gerade gegenüber den Galliern, aber eben auch, um seinen Einsatz in Gallien zu rechtfertigen, aber eben auch, um zu zeigen, gegen diese wilden Germanen Krieg zu führen, das lohnt sich vielleicht gar nicht. Dementsprechend werden die Germanen auch häufig als, ja, ich würde mal sagen, als ein Volk porträtiert, das nicht in der Lage sei, ein solides, funktionierendes Gemeinwesen aufzubauen oder auch einen fortschrittlichen Ackerbau zu betreiben, der die eigene Bevölkerung ernähren kann, in hinreichendem Maße. Das ist dann wieder Jordanes. Nehmen wir an, Skandinavien sei die Geburtsstätte dieser vor allen Dingen ja auch im späteren Zusammenhang immer wieder beschriebenen Völkerwanderung gewesen. Es würde Skandinavien eine ganz besondere Rolle geben, denn Skandinavien müsste sehr, sehr, sehr stark bevölkert gewesen sein. Insbesondere, weil ja auch große gesellschaftliche Personenverbände, manchmal spricht man auch von sogenannten Gentilverbänden, weil solche großen Personenverbände sich auch auf den Weg gemacht haben, um ein Leben in einer anderen Gegend zu suchen. Als halbwegs gesichert gilt die Herkunft der Kimbern und Teutonen und Haruden, die aus dem Norden der jütischen Halbinsel kamen. Das gilt als relativ gesichert. Aber eben halt nicht bei den Burgundern, die angeblich aus Bornholm kamen. Oder bei den Goten oder Gauten oder Langobarden, die angeblich auch aus Skandinavien kamen. Das sind jetzt nur, ich nenne jetzt hier nur Beispiele. Aber denken wir wieder zurück an den Traditionsträger. Der Traditionsträger innerhalb dieser Herrschaftsverbände, der exportiert mit seiner Bewegung, geografisch, auch eine Geschichte und eine Erzählung und damit auch eine Abstammungsgeschichte. Die Taten großer Männer wieder zum Beispiel. Und das Besondere, warum wir lange Zeit vermutet haben, dass sich große Stammesverbände aus Skandinavien auf den Weg gen Süden gemacht haben, um eben, ja weiß ich nicht, von Springfluten, Ernteausfällen, Hungersnöten zum Verlassen der Heimat eben gezwungen waren und sich dann eben auf den Weg gemacht haben. Also diese Erzählung könnte insofern oder ergibt insofern nochmal Sinn, wenn man sich überlegt, dass diese Traditionen auch vererbbar sind. Diese Traditionen, diese germanischen Abstammungstraditionen sind übertragbar. Man erbt sie zum Beispiel durch Heirat und man erbt sie durch Ansippung. Wenn man jetzt einer Sippe beitritt oder zum Angehörigen einer Sippe wird oder eine andere Sippe aufnimmt. Dadurch übernimmt man zugleich auch die Traditionen und die Abstammungsgeschichten. Und das ist ein interessanter Komplex, sich Gedanken darüber zu machen, wo diese Ansippungen dazu geführt haben, dass sich nachher Völkerschaften, Stammesverbände, ich gebrauche diese Begriffe jetzt ja hier nicht wertend, sondern ich bitte da jetzt um Verständnis, falls das jetzt nicht ganz so trennscharf sind, oder falls diese Begriffe von mir jetzt hier nicht so trennscharf verwendet werden, aber es ist schon interessant, sich Gedanken zu machen, wie diese Abstammungsgeschichte eine Runde gemacht hat, sozusagen. Und es ist aber auch irgendwie schade, dass wir durch diesen Filter der römischen Erzählungen, ganz lange zumindest, nicht in der Lage sind, herauszufinden, wo denn jetzt die tatsächlichen Ursprünge liegen. Gut, das mag jetzt auch vielleicht gar nicht, vielleicht ist das auch einfach nur vergossene Milch, ja, also man sollte sich darüber vielleicht nicht den Kopf zerbrechen, ähnlich wie bei der Wortherkunft des Wortes Germane. Also vielleicht ergibt das einfach auch, vielleicht ist es einfach auch kein fruchtbares Feld, auf dem man da intellektuell sich irgendwie beschäftigen sollte. Aber es ist schon interessant auch zu sehen, wie die Römer auf verschiedenen Ebenen sich mit den Germanen auseinandergesetzt haben. Da sind einerseits die Germanen, die als die Projektionsfläche der frühen römischen Sittsamkeit oder Charakterfestigkeit eben galten. Ja, die Römer, die durch den zivilisatorischen Fortschritt dann später die Projektion der Jetztfläche als Kontrast
verweichlicht sind, verroht sind oder zumindest, ja, verroht sind die Germanen, aber die Römer, die verweichlicht sind, die sich nicht mehr an ihre edle Herkunft erinnern können sozusagen und durch den zivilisatorischen Fortschritt ihrer Ursprünglichkeit beraubt worden sein sollen. Ja. Das ist zum Beispiel so bei Tacitus. Ne? Es gibt aber natürlich auch noch einen moralischen Germanenbegriff, wenn man an den Furoi Teutonicus von Lucanus denkt zum Beispiel, der ja ein insbesondere ausgesprochen düsteres, also auch moralisch düsteres Bild der Zukunft zeichnen möchte. Demgegenüber steht dann wiederum positive Projektionsfläche, die Pax Romana. Mit den Germanen gibt es das nicht so, denn die Germanen sind ja gar nicht in der Lage, dieses Konzept von ihrem Horizont aus zu durchdringen. Sie sind ja gar nicht in der Lage, ein nach Gesetzen funktionierendes Gemeinwesen auf hohem zivilisatorischen Level aufzubauen. Auch das dann wieder das Kontrastmittel zu den Römern. Ein Beispiel sei mir da noch erlaubt. Der Tacitus spricht ja auch über die germanischen Frauen und sagt, sie seien besonders angesehen in ihrer Gemeinschaft. Sie haben etwas Heiliges und Prophetisches, aber auf gar keinen Fall würde man in Schmeichelei verfallen oder sie gar als Göttinnen bezeichnen. Das ist eine wunderschöne Replik auf die römische Gesellschaft in der damaligen Zeit, die der Tacitus kritisieren möchte, und auch den Umgang mit den Frauen. Also man hat sich auch, ich würde mal sagen, ethnografisch, ja, also nennen wir es mal so, nicht wissenschaftlich, ne, sondern als eine Form der Beschreibung. Man hat sich ethnografisch selbst an den Germanen abgearbeitet. Ja, und dann kommt noch dazu, Germanen werden in der Perspektive der Römer, auch der Griechen natürlich, als Barbaren wahrgenommen und damit fallen sie unter diesen komplett generalisierenden Barbarenbegriff, unter dem einfach total viele Dinge gleich gemacht werden, die vielleicht gar nicht gleich sind. Die fallen dann einfach aus dem Beobachtungsraster der Leute raus. Und dieses Gegenmodell der vielleicht wilden, aber ansonsten noch irgendwo unschuldigen oder sittsamen, in vielen Bereichen vielleicht wirklich sittsamen Germanen, das ist ja natürlich auch ein tolles ethnografisches Erzählmotiv, die edlen Wilden sozusagen, ja, wie man es aus der Neuzeit noch kennt. Man neigte dann dazu, dieses Bild natürlich auch so einfach sehr unkritisch weiterzuerzählen, ohne dass man sich lange Zeit genaue Vorstellungen davon machen wollte, wie denn jetzt die tatsächlichen Lebensumstände gewesen sein können. Und nehmen wir nochmal den Jordanes mit seiner Getika, der ja auch von einer gewissen Überbevölkerung ausgeht. Woher kommt die zustande? Nun ja, die Germanen haben viele Kinder, erzählt er, ja, oder liest man raus. Die Männer sind bis ins hohe Alter fruchtbar, 60 Jahre kriegen die noch Kinder, die Frauen 50 Jahre sind noch fruchtbar, kriegen noch Kinder. Und dann diese langen Winternächte in Skandinavien, was soll man denn da sonst noch so machen? Ja? Das ist eine ganz schöne Erzählung vielleicht, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass dieser Fortpflanzungsdrang der Skandinavier in das Reich der Mythen zu verballen ist, denn die Realität war eine unfassbar hohe Kindersterblichkeit in der damaligen Zeit und eine unfassbar hohe Sterblichkeit von Frauen im Kindbett. Ja, also das sind einfach Sachen, das hat die Medizinalgeschichte der Antike relativ deutlich dokumentiert. Archäologisch, anthropologisch kann man das gut bestätigen. Und das Bild sah nicht so romantisch aus, wie man sich das jetzt vielleicht so vor dem inneren Auge irgendwie vormalt oder wie es ja auch zum Beispiel bei diversen Fernsehserien, ne, man denke mal an Vikings, wie das da auch perpetuiert wird. Ne? Ja, was erzählen uns die Germanen in den Worten der Römer? Es ist auch eine spannende Frage. Vielleicht nur ein Punkt noch hier zum Abschluss. Ich weiß, ich habe jetzt ganz viele Themen so angesprochen, aber wie immer gilt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich versuche darauf einzugehen.
Was erzählen uns die Germanen in den Worten der Römer? Sie erzählen uns eine Geschichte, dass man nicht im Frieden in der Pax Romana leben kann, ohne dass man seine, in Anführungszeichen jetzt, germanischen Freiheiten aufgibt. Ja? Also diese Kehrtwende muss man in den Augen der Römer irgendwann einschlagen, wenn man in einem zivilisierten Frieden leben will, wie ihn die Römer selbst wahrnehmen. Und zugleich sind die Germanen eine wunderbare Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen der Gegenwart. Tja, und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal im nächsten Teil, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Pax Vobiscum. Valete. Ach so, ja, und falls ihr euch noch fragt, also das Buch, das ich hier jetzt heute konsultiert habe, ist von Herwig Wolfram. Es heißt Die Germanen, erschien im Verlag Beck Wissen. Ist ein bisschen älter jetzt schon, das Buch. Deswegen verwende ich das hier mit gebotener Vorsicht. Und ich habe auch noch ein anderes Buch. Ihr könnt mal schauen in der Videobeschreibung hier unten. Da ist ein Partnerstore von mir verlinkt. Wenn ihr da eines dieser Bücher kauft, bekomme ich eine kleine Provision von Amazon, und ihr verlasst YouTube, wenn ihr da drauf klickt. Da weise ich auch noch drauf hin. Aber es ist ganz interessant, wenn man das mal selbst so in einer sehr kompakten Variante nachlesen will. Ansonsten habt ihr ja immer hier noch meine Videos mit den entsprechenden Erzählungen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.